Wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und heute geht es mal wieder in die Luft, denn ich habe momentan vom Boden so ein bisschen die, ja ich dachte auf Deutsch mal die Schnauze voll, weil irgendwie habe ich kein Glück mit dem Panzer, ist halt so. Als Vergleich, ich habe den neuen Tiger 2 Ausführung B und dann den Henschelturm und ich habe damit noch nicht einen einzigen Gegner kaputt geschossen. Nur mal so zum, naja, ist halt, läuft halt einfach nicht so gut, dachte ich mir, komm, geht's mal in die Luft und dann bin ich mal auf dieses schöne Schmuckstück wieder gestoßen, was ich da mal in meiner Garage oder in meinem Hangar hatte und deshalb ist es heute mal Zeit, dieses Gerät vorzustellen, das glaube ich, habe ich noch nie so wirklich gemacht. Das ist die Halifax BMK3A, also die erstmal ein viermotoriger Bomber, ne, findet man im deutschen Lineup natürlich sehr, sehr selten. Focke Wulf hat das dann und dieser komische BV-Bomber da, dieses Riesending, ich glaube, der hat sogar 6, ne? Ja, ist egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei den Briten und da gucken wir erstmal genau, wo wir den denn im Forschungsbaum finden. Natürlich bei der Luftwaffe und da sehen wir schon, auf Battle Ranking 4.0 sind wir dabei. Ja, 4.0 selber, sonst vorher die Wennington dabei, die, es wird dann also Swordfish, naja. Schnell durch damit, sage ich mal. Die Sunderland, die ist extrem gut, finde ich. Also die macht wirklich sehr viel Spaß. Ist halt ein Wasserflugzeug. Muss mal gucken, wie man damit zurechtkommt. Dann die Wellington, die geht so. Bin ich nicht so großer Fan von, sage ich mal. Obwohl die Torpedos hat, habe ich mal ein, zwei Erfolge mit gehabt. Und danach kommt die Halifax. Und die Halifax selber, die, ja, die hat schon ganz schön viel Bombenladung, was die mitnehmen kann. Aber es ist auch, naja, so weiß ich nicht, von den Gunnern her und so weiter, wenn man das so liest, 2x7,7 Browning-Maschinengewehre, 4x, also ne, 4 Linksgeschütz. Und nach vorne einmal die einfache. Gucken wir uns ganz kurz mal die Bewaffnung an. Ne? Hier haben wir einen so ein Zwillingsgeschütz, 4 Linksgeschütz und nach hinten hin 4 Linksgeschütz. Also, wenn das Ding so anfliegt, ist eigentlich das Dümmste, was wir machen könnten. Wenn die Gunner treffen würden, was sie nie machen. Nie. Nie. Warum auch immer. Nach vorne habt ihr ein so ein kleines MG, das reicht. Wenn ihr sie anfliegt, versucht sie von unten anzufliegen, dann ist es super verwundbar, wie viele Bomber. Von unten immer anfliegen geht wunderbar. B25 auch von unten anfliegen geht sehr gut, kann ich sehr empfehlen, als Beispiel. Ja, weil dann könnt ihr sich schlecht wehren, ihr könnt da einmal durchziehen, gibt ihm richtig schön Treffer mit. So, vier Motoren, so. Die Kiste ist ganz schön schnell, finde ich. Die hat eine super geile Steigrate für einen Bomber. Das Ding macht richtig viel Spaß und es freut sich richtig toll, wenn es in hohen Höhen ist. In großen Höhen, würde man dann sagen. Das ist richtig cool. So, dann gibt es eine Besonderheit. Nämlich, ihr startet damit den 15x250 IB, ich weiß immer noch nicht, was es heißt, Bomben. Könnt dann ja die 500er freischalten, auf jeden Fall ein Muss. Klar, da habt ihr schon mal doppelte Bombenlast dabei und danach könnt ihr das hier freischalten. Ne? Insgesamt auch 15 Bomben, davon sind aber 9 die 1000er Bomben, was ungefähr, ihr seht das ja hier, 450 Kilo sind, also 454 Kilo und da könnt ihr schon ganz gut was mit wegräumen. Wichtig hierbei zu sagen ist, es werden erst die 500er geworfen und dann die 1000er. Ganz, ganz wichtig. Ja, dann immer im Hinterkopf behalten, weil ihr müsst die 500er alle rauswerfen und danach 2000er werfen und dann habt ihr eine Basis kaputt. Ne? Die letzte 1000er, die ist Verschwendung, das weiß ich. Aber ist halt so. Ne? Kann ich nie ändern. Ne? Macht man nix. Naja, also so, damit das dann Bescheid wisst. Ihr könnt natürlich dann auch erst irgendwie, keine Ahnung, 5x500 irgendwo anders hinwerfen und dann 2 da, dann ist das anders aufgeteilt, aber es ist Schwachsinn, ne? Weil ihr müsst wieder zurückfliegen. Macht ja keinen Sinn. Ne? Ja. Ansonsten, ich hatte da ein Gameplay gehabt, da haben sich die Bomber abgesprochen, wir haben den Gegner vernichtet, wirklich hammergeil. Ein großer Schwachpunkt ist und bleibt einfach nur die Defensivbewaffnung, weil sie einfach nicht vorhanden ist. Momentan ist das wirklich sehr schwer. Ihr seht oben rechts in der Ecke, wir sind auf Version 1.63. Ne? Was dann in der nächsten Version ist, das kann sich natürlich alles ändern mit den Hackern. Ne? Die waren mal mordsmäßig stark, die waren mal mordsmäßig schlecht. Ja, und momentan sind sie eher schlecht. Ja, muss man einfach so sagen, aber das ändert sich halt immer, wie die das so wollen. Ne? Ansonsten, wie gesagt, vier Motoren, die Kiste hält eigentlich ganz gut was aus, muss man auch sagen. Meistens wird man dann hinten das Heck zerschossen, dass ich nicht mehr lenken kann, dann, na gut, dann ist das Ding auch irgendwie unbrauchbar. Ne? Startet sehr gut, landet sehr gut, eigentlich ein guter Bomber. Macht mir sehr viel Spaß, ist halt anders zu fliegen wie deutsche Bomber, weil es ist halt so ein bisschen, ne? Ausweichmanöver damit fliegen und so weiter. Ihr seht das schon, das ist ein Riesenömmel, ne? Das wird da nichts. Naja, so, dann sehen wir uns mal im Gefecht wieder und dann geht's halt mit der Halifax weiter. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder im Spiel. Was heißt wieder? Wir sind ja gar nicht weg gewesen eigentlich. Ich. Verteidigung hier, kleiner Frosch mal, Sekunde mal. So, da geht's auch wieder besser. Klappt auch mit dem Nachbarn. Wir sind mal hier gestartet und haben uns erstmal ein bisschen höher gemacht, weil, wie gesagt, Höhe ist der größte Freund der Halifax. Kann man nicht anders sagen. Die Kiste ist, wenn sie eingelevelt ist, richtig schnell. Also da sind Bomber auf dem Level richtig, ja, die müssen richtig kämpfen. Und ich versuche jetzt mal da vorne die Basis da vorne wegzubomben. Warum bin ich dann erst auf die andere gegangen? Weil ich ein bisschen geschaut habe, wo die andere Halifax hingegangen ist. Ich hatte eben versucht, so ein bisschen die Kommunikation aufrechtzuerhalten, aber leider Gottes wurde ich da, ja,
ignoriert, kann man das so sagen. Geht wohl. Ihr könnt die Halifax auch relativ lange mit Notleistung laufen lassen. Das geht auch eigentlich auch sehr, sehr gut, kann man nicht anders sagen. Da vorne die andere Halifax wird natürlich gerade schwer angegangen. Muss man dann einfach nur schauen, wie es dann für die jetzt ausgehen wird. Aber ist halt so. Ja, die Bombe da vorne könnte ich eigentlich... Ja, müssen wir mal schauen, ne? Also ich habe jetzt schon eine Bombe rausgehauen, weil ich habe eben einen Bunker unter mir gehabt, wo ich mir dachte, komm, ich treffe den nie. Den da, den ich anvisiert habe. Den will ich jedes Mal, wenn ich auf dieser Karte spiele, versuche ich den zu treffen. Weil wo die Bombe landet, ich weiß es absolut nicht. Kann man gar nichts machen. Naja, ist ja erstmal egal. So, da vorne kommt jetzt gleich die Basis und dann zeige ich euch nämlich gleich, wie das ist, wenn die Bomben umgeschaltet werden. Das ist sehr, sehr interessant. Und das muss man wissen. Und das hat mir neulich mal einer erklärt im Spiel. Das war sehr nett, von dem ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Und ich habe gesagt, komm, ne, netter Typ, kann man ja auch mal loben hier. Aber leider Gottes, weiß ich, kann ich das gerade nicht sagen. So, also wie gesagt, wir sind sehr hoch. So 6000 Meter gleich. 5, 7 erstmal nur. Muss man erstmal ein bisschen gucken. So, wir werden mal wieder ein bisschen Turbo reingehen. Sieht ihr mal hier. Guck mal, die Halifax hat sogar eine Jagd 9 abgeschossen. Das ist echt gut. Kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Er hat da auch gut was abgeworfen da vorne. Wir werden das mal testen. Ah, müssen wir natürlich wieder schätzen. So, jetzt werden wir hier mal das Ding da reingehen. Und dann werde ich mal die Klappen ausfahren, damit ich ein bisschen langsamer werde. Ich will jetzt nicht zu schnell werden. Und dann zeige ich euch, wie ich das meine. Nehmen ein bisschen Speed raus. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört. So, jetzt werfen wir erstmal 5 Bomben haben wir noch. Ne? Wir haben da 6 insgesamt gehabt. Die haben wir jetzt. Und dann schaltet das Visier um. Jetzt genau drauf achten. Dann habt ihr nämlich dann wieder Zeit, die großen zu zünden. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habt ihr gesehen, schwupp, geht das Ding wieder zurück. Und dann einfach nur die anderen hinterher. 1, 2, weg. Nächstes Ziel. Können wir vielleicht sogar die hier einholen dann. Das ist schon das nächste Ziel. Sehr gut. Das ist natürlich wieder eine Frage. Oh, yeah, yeah. Wie viele Bomben brauche ich dafür? Da bin ich bei den Briten nie so ganz. Diese Einheit, da komme ich nie mit zurecht. Keine Ahnung. 3, 4. Versuch mal 4. Gucken, was passiert. Müsste eigentlich reichen, ne? Schauen wir mal. 2, 3. Wir machen das mal 3. Stützpunkt beschädigt da unten. So, dann die ersten Bomben, die da runtergegangen sind. Da seht ihr. 1 und weg. Ne? Geht wunderbar. Ihr müsst das nur wissen, dass ihr dann halt die Bomben dann passend ausklingt. So, jetzt kann ich hier natürlich auch wieder die Klappen einfahren. Jetzt kommt die Halifax da vorne. Keine Ahnung, was die Lada macht. Wir schauen uns das mal hier unten an, was wir jetzt gleich hier bomben werden. Bis dato läuft es ganz gut eigentlich. Kann man nicht anders sagen. Aber die Halifax da vorne wurde leider abgeschossen. Das ist sehr schade. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht müssen die Bomben landen. Was heißt landen? Einschlagen. Und da ist sie weg. Sehr schön. Basis zerstört. Perfekto. So, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Basis. Oder wie sieht ihr das? Oder wir versuchen da unten die Dinger wegzubomben. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Wo wir gehen mal hier auf die Basis. Wir ziehen das Ding immer richtig schön rum. Die Gegner müssen eigentlich wenig haben. Ich richte erstmal aus und dann kann ich immer noch gucken, ob ich vielleicht ein bisschen an Höhe abbaue. Vielleicht durch die Wolken durch, aber ich werde jetzt alle 4 Bomben eh da ins Ziel werfen. Da war ich ganz gut dabei. Ja, bis dato ganz ganz gut. So. Wisst ihr Bescheid. Ja, wie gesagt, also es gibt auch manche Maps, die sind, oder manche Matches, die sind echt schlecht, aber oh mein Gott. Also, die ist doch nicht so perfekt. Naja, so, wir werden jetzt erstmal einleveln. Da unten seht ihr schön Berlin von oben, ne? Kennt vielleicht der ein oder andere diesen Flughafen da unten. Ja, cool. Hat man auch nicht, Alter, dass man das so schön sieht hier. Vor allem heutzutage gar nicht mehr durch so ein Bombervisier, ne? Da kann man gar nicht mehr über Berlin fliegen. Das ist eigentlich, weiß ich auch nicht. Irgendwie der Reiz vorbei. Quatsch. So, da hat sie B25 zerfetzt, das ist ganz gut. Da ist noch eine Jack da vorne. B25 ist weg. P63 gegen Jack. Ja, viel Spaß. Habe ich leider zu wenig Ahnung von, um das was mitzuteilen. So, ihr seht, wir sind bei 6000 Meter. Das ist. Also, ich finde das schon richtig hoch, kann man nicht anders sagen. Dann kann man das Ding gleich richtig schön schnieke nach Hause bringen. Na, bis dato. Wir sehen also hier, ne, 115 Punkte durch ein bisschen Basen wegbomben, ist eigentlich ganz nett. Schauen wir mal, wie wir das jetzt hinbekommen. So, wir werden jetzt mal hier wieder einladen. Dann machen wir wieder. Ich die Kiste mal ein bisschen nach oben, dass wir ein bisschen Speed rausnehmen. Machen wir die Klappe noch aus, damit wir einfach ein bisschen langsamer sind. Das hat den Vorteil, ihr könnt einfach ganz in Ruhe die Bömmchen abwerfen. Gerade jetzt hier so durch diese Nebel oder Wolken ist es natürlich ein bisschen schwerer, das Ganze zu machen. Mal gucken. Hier Bomben haben wir noch. Da hat gerade leider die Jack hat die P63A weggehauen. Ja, das ist halt so. Schauen wir mal. So, gucken wir mal, ob wir das reinzoomen. Es ist ja ein bisschen schwer immer. Ich versuche das jetzt mal. Ob ich das schaffe, kann ich nicht garantieren. So,
So, alle Bomben weg. Wir sind raus und wir können jetzt in den die Klappen einfahren, weil sonst zerfetzt uns das Ding auf einmal. Dann können wir hier schön Speed rausnehmen, komplett Schub raus und erstmal in den Sinkflut reingehen, dass wir da, dass wir oben nach unten kommen, wenn wir denn da hin wollen. Da vorne ist unsere Basis, genau da wollte ich hin. Sehr schön, da wo die SB2C ist. So, die haben wir eingenordet dabei. Ah, genau. Und dann gucken wir uns mal an, was wir da vorne treffen, wenn wir überhaupt treffen. Also ich habe schon manchmal Bombenladungen durch die Wolken voll daneben geworfen. Da war gar nichts mehr. Da ziehe ich auch den Hut von den Leuten, die im realistischen Modus spielen. Das ist echt krass. So, Basis zerstört. Hammergeil, oder? Richtig cool. Ja, coole Sache. 4 Stück, ihr könnt eine Basis mit zerstören. Damit kann man leben, oder? Nicht zumindest so. 4 Stück, ja klar. Müssen 1500 Kilo, ne? 454 Kilo hat eine Bombe. Also brauchen wir 3, 4 Bomben insgesamt. Die eine Bombe ist wieder Verschwendung. Da habe ich ein bisschen Käse, ne? Naja, ist halt so. So, mal schauen, was wir jetzt so haben. Der Gegner hat noch 2, 4, 5. Wobei 2 davon im Clan sind. Das ist natürlich heftig, weil die sich absprechen werden. Was natürlich vollkommen legitim ist. Aber, naja, was wollen wir machen, ne? So, ich weiß gar nicht, wo hier unsere ganzen Kollegen also langfliegen. Also, naja, was soll's. So. Wie gesagt, die Halifax, die kann man da echt sehr, sehr gut fliegen. Mit ihr kann man auch gut Höhe abbauen, ne? Ohne dass sie zu schnell wird. Das gibt es ja auch manche Bomber, mit denen kann man das einfach schlichtweg nicht machen. Das geht nicht. So, wenn wir jetzt natürlich die Basis da einnehmen wollen, das dauert natürlich jetzt richtig. Aber gut, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir eine kleine Schleife fliegen, dass wir da auch aufpassen können. Sind sehr hoch oder sehr schnell noch. Ziehen wir noch ein bisschen mehr runter. Müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht in den roten Bereich reinkommen. Ich meine, das ist bei 600. Wir können das ja mal gerade testen, damit ihr das auch mal seht. Das ist ja auch ganz interessant. Oh, dann ein bisschen runter die Kiste hier. Ich will die aufpassen, dass wir da... Da oben ist eine Jack. Ah, ja, ja, die wird jetzt voll auf uns gehen. So machen. Mal gucken, was der Hacker da macht. Werde ich jetzt aber auch mal ein bisschen den Turbo zünden hier. Ich muss nämlich über unsere Basis rüber. Jetzt wird sie gleich auf uns eindreschen. Ja, da kommt sie runter. Da sind wir bei 500... Eieieiei, nicht, dass uns die Kiste auseinanderbricht. Das brauchen wir jetzt nicht. Da sind wir wieder runter, okay. Da kommt sie angeflogen. Das gibt's doch nicht. Da hat sie uns echt das Heck weggeballert. Keine Chance, habt ihr gesehen? Also null Chancen dabei, das zu machen. Sehr, sehr ärgerlich, das Ganze. Wobei wir eigentlich ganz gut gepunktet haben. 1510 Punkte waren das. Ja, ist ärgerlich. Sowas ist wirklich blöde. Und das passiert mit der Halifax fast ausschließlich, ne? Jetzt wollen wir auch gar nicht mehr, können wir den Schub rausnehmen. Das sieht doch ein bisschen sehr interessant aus, ne? Also keine Chance, keine Chance. Der Hacker, da fängt auch gar nicht an, erst zu... Oh, guck mal, wir holen unser Hack. Eieiei. Naja, komm, das Edel gucken wir uns gar nicht mehr an. Wir springen jetzt hier raus. Abgesprungen, genau. Der Pilot, der muss ja auch nicht drauf gehen, ne? Das bringt ja gar nichts. Ja, so ist das dann halt, ne? Leider Gottes sieht man das immer häufiger dabei. Die sind 40 Enten. Ja, müssen wir mal gucken. So, gehen wir mal zurück in den Hangar, weil heute hier wird es nicht mehr geben. Wir haben noch 2 Flugzeuge, wobei einer da schon hier, wow, der sammelt 6 Punkte, der ist wirklich sehr aktiv, das können wir ja sagen. Schauen wir uns das mal ganz an. Also, wie gesagt, Halifax, wenn ihr Unterstützung kriegt von Leuten und euch die, also wenn ihr einfach nur, ihr seid Bomber und der Gegner lässt euch Bomber sein und so weiter, ein super geiles Ding. Aber jedes Mal in der Defensiv Abteilung einfach nur schlecht aufgestellt, finde ich zumindest. Echt ärgerlich. Ja, habe ich auch schon 1-2 Mal im Ground Force gespielt. Macht auch sehr viel Spaß. Kann man nicht anders sehen. Ja, das war schon ganz cool. Das ging auf jeden Fall. Müsste ja auch gleich vorbei sein, die Runde. Die mir dann auf jeden Fall etwas Erfahrung für die ganze Kiste hier bringt. Dann so ganz erforscht habe ich ihn auch noch nicht. Da bin ich eben gar nicht drauf eingegangen. Ja, Abdeckung, die ist auf jeden Fall drin. Ne? Und gucken, neue Flügel, neue Einspritzungen und so weiter. Das ist dann auch irgendwann gemeistert, das ganze Ding. Roundabout, ein guter Bomber, aber halt nicht so, wo ich sage, ne? Also gut mit Support, schlecht ohne Support, aber welcher Bomber ist schon gut mit Support, ne? Muss man auch ganz klar sagen, ne? Weil wie gesagt, da könnten sie die Hackgunner, wie gesagt, ein bisschen stärker machen. Ich habe die jetzt auch so, wir können auch mal gerade auf Skillung gucken, Besatzung, die könnte ich auch mal wieder ein paar Punkte verteilen, Boden, Bordschützen, ne? Die sind natürlich nicht so gut geskillt, klar, ne? Das kann man besser machen, muss man auch sagen, ne? Wir sind jetzt hier bei 3 Bordschützen insgesamt, mehr habe ich nicht, mehr brauche ich auch erstmal nicht. Bin auch Schussdichte, Treffsicherheit und so weiter und so fort. Aber ich habe auch schon, weiß nicht, aktuell ist das halt so, dass die Bordschützen schlecht sind. Punkt. Ist halt so. Naja. Gut. Muss man natürlich auch sagen, die britischen Bomber haben jetzt nicht die beste Defensivbewaffnung. Also da sind, weiß nicht, B-17-Bomber zum Beispiel, der ist ein bisschen was anderes.
Hört sich dann auch schon mal ganz nett an. Wenn man den dann so angreift, das ist schon nicht schlecht. Genau, ja, danach ist der Sterling Bomber und Lancaster dabei. Ja, und danach geht es auch schon wieder auf die Jets zu. Da bin ich mal gespannt, was das dann so wird. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die Jagdflieger spezialisiert, aber ich werde hier auf die Sea Fighter gehen, weil die haben einfach, naja, eine coole, weiß nicht, hier das T-Fury zum Beispiel, das irgendwie eine coole Bewaffnung haben. Da hätte ich irgendwie Spaß dran. Mal gucken, was das dann so wird. Ob das gut ist oder nicht, das werden wir dann sehen. Wenn ihr mal sagt, nee, macht das bloß nicht so und so, dann sag mal bitte Bescheid. Aber ich glaube, vielleicht könnte ich ja mit, ja, weil das sind ja auch Jagdbomber und Marinejäger und da sind ein paar nette Jagdbomber dabei. Das ist immer die Frage, ist die Seafire oder die Tempest? Was gefällt euch da besser? Das wäre vielleicht mal so eine Frage an euch, wie ihr denn das so machen wollt. Dann gucken wir mal. Gut, ja, also wie gesagt, mit dieser schönen Halifax wollte ich mich auch dann verabschieden in diesem Fall, mit diesem schönen Bildchen hier von diesem sehr schönen Bomber, welchen ich finde. Der sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ja, wie gesagt, ist halt ein Bomber, ne? Muss man halt sehen, wie man das so hat. Kann man sehr schön, sehr schnelle Erfolge mit haben. Ihr habt ein bisschen gesehen, wie ihr das Visier umschalten müsst. Das ist ganz wichtig, lernt das, weil, naja, sonst ist es ärgerlich, wenn er halt Bomben zu viel rauswirft, ne? Und ich denke, wir haben da ganz gute Arbeit geleistet. An uns wird die Niederlage nicht aufbleiben, weil wir haben eigentlich unseren Dienst erfüllt. Von aus gesehen, danke ich erstmal fürs Zusehen und ja, sehen wir uns doch vielleicht in der nächsten Runde wieder, wenn es wieder heißt War Thunder. Ich bedanke mich. Ciao.